Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstre Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt. Komm, Heiliger Geist, erfülle jetzt unsere Herzen mit dem Feuer deiner Liebe. Vertreib alles, was in uns ist und nicht von dir kommt. Gib uns Sehnsucht nach dir, Herr Heiliger Geist. O Maria, Königin der Welt, Mutter der Güte, im Vertrauen auf deine Fürsprache übergeben wir dir unsere Seelen. Geleite uns jeden Tag zur Quelle der Freude. Schenke uns den Erlöser. Wir weihen uns dir, Königin der Liebe. Amen. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu dieser Cenacolo-Katechese Nummer 174. Ja, also heute das Thema vom 22. Sonntag im Jahreskreis, Markus 7, 6. Ja. Sein Herz aber ist weit weg von mir. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Herzenshaltung, Geistigkeit, darauf kommt es an. Kurz noch ein Bericht, was los war. Am Dienstag vor einer Woche habe ich euch gebeten, für unseren Herrn Pfarrer, der schwer erkrankt ist, zu beten. Am Tag darauf ist er verstorben, am 25. August verstorben. Ja, und dann ist er begraben worden, jetzt bereits am 1. September. Und am 21.8. sagt Jesus in der Tagesbotschaft: Jetzt öffne ich für alle von euch, die guten Willens sind, ja, für alle, die guten Willens sind, für jeden von euch, die guten Willens sind, besser übersetzt, die Pfarreien, die Gemeinschaften und Gruppen, damit mein Wort, das ich euch gegeben habe, viele Seelen heile. Und damit der Schmerz zu einem Geschenk der Liebe werde. Denn jeder von euch besitzt ein von mir geschenktes Charisma. Ja? Das ist ganz wichtig auch für diesen Abend, wenn es um die Geistigkeit geht, um Zusammenprall der Geistigkeiten und die Heilung der Geistigkeit, die Übel des Geistes. Ja? Heute an diesem Abend, wir besitzen ein ganz wertvolles, jeder von uns, ein ganz wertvolles Charisma. Und für jeden von uns, der guten Willens ist, öffnet der Herr nun die Pfarreien, die Gemeinschaften, ja, die Gruppen, damit sein Wort, auch dieses Wort, Botschaft der Liebe, als Auslegung des Evangeliums, viele Seelen heile. Und damit der Schmerz nicht einfach nur Bitterkeit bewirkt und eine Flucht bewirkt, sondern damit der Schmerz zu einem Geschenk der Liebe wird. Ja. Und so dürfen wir uns ganz auf dieses Thema von heute einlassen. Die letzte Katechese, die 173er, ja, war das Thema wesentliche Entscheidung. Da ist darum gegangen, wie wichtig es ist, dass wir uns nicht einfach treiben lassen, sondern immer wieder entscheiden. Das geht aber nur, wenn ich die Geister unterscheide und wenn ich dann weiß, halt, Herr, was willst du von mir, dann kann ich mich für ihn entscheiden. Ja, wir werden gleich hören, wie jetzt auf eindrucksvolle Weise, auf dramatische Weise die Geister geschieden werden, wie Jesus sagt, ja. Alle Ungeister vom Heiligen Geist weggeschieden werden, wo der Herr nicht mehr erlaubt, dass beides zusammen, wie es bisher der Fall war, einfach so zusammen existiert und keiner weiß ganz genau, was ist jetzt richtig und was ist nicht richtig, was kommt vom Herrn, was kommt nicht vom Herrn. Ja? Deswegen haben wir gehört beim letzten Mal noch diese Entscheidung, wichtiger, strebt nach der Vollkommenheit, wenn ihr in mir sein wollt, ja? Denn alles in mir ist vollkommen. Sagt Jesus.
Messt euch fortwährend an meinen Unterweisungen. Und jetzt lassen wir uns füllen, liebe Freunde, auch in dieser Katechese, von seinen Unterweisungen. Was ist das Evangelium anders als seine Unterweisung? Auch das Alte Testament ist alles schon dieser große, große Hinweis auf ihn. Und heute das Thema, auch diese Geistigkeiten, die aufeinander prallen, jetzt in diesem Übergang, ja, auch in der Kirche, in der Welt. Und die alte Geistigkeit, die Alten haben euch gesagt, ich aber sage euch, das ganze irdische Wirken Jesu bestimmt hat und die ganze Ablehnung durch die Menschen der damaligen Zeit, durch die damaligen religiösen Eliten. Denn seine Geistigkeit, die er gebracht hat, die Spiritualität der Liebe, die war unerträglich für Gesetzesmenschen, für Herzen, die eng geworden sind und nur hauptsächlich aus dem Gesetz heraus gelebt haben, aus der Vorschrift heraus gelebt haben. Und Jesus sagt uns heute, als Übergang von der letzten Katechese zu heute, um die Entscheidung. Wir dürfen entscheiden, wir müssen entscheiden. Die Freiheit des Menschen ist ein doppeldeutiges Spiel. Sie ist zugleich Größe und Bedrohung. Sie ist groß. Sie zeigt uns die Freiheit der Kinder Gottes, die Freiheit der Liebe. Aber sie ist auch Bedrohung. Wir könnten uns für den Ungeist, fürs Ungeistige, fürs Dunkle entscheiden. Ja, deswegen ganz wichtiges Thema heute, die Geistigkeit, die Heilung der Geistigkeit, die Erneuerung der Geistigkeit. Der Papst sagt auch in der Katechese, darüber werden wir noch oft reden müssen. Ja, denn es ist das Um und Auf unseres Christenlebens. Wenn wir den Heiligen Geist nicht unterscheiden von ungeistigen Eingebungen oder Strömungen oder Aussagen, wie sollen wir jemals diese Vollkommenheit Christi, die er uns schenken möchte und wird, erreichen können? Meine Lieben, es gibt Menschen, die keine Entscheidungen treffen, die sich nicht persönlich einsetzen. Persönlich einsetzen, nicht mitschwimmen, einfach persönlich einsetzen. Sie durchlaufen die Straße aller, die Straße der Masse. Sie durchschreiten das breite Tor, erreichen aber so niemals das Reich Gottes. Denn dieses breite Tor führt euch zu einer Straße, die nicht zum Reich Gottes führt. Und Jesus, der Herr, er spricht weiter. Er spricht weiter. Schauen wir ganz auf ihn. Jesus, geliebtester Christus, wir beten dich an und preisen deinen Sieg der Liebe. Ja, wir beten dich an aus ganzem Herzen, mit all unseren Kräften, mit allem, was wir sind und haben. Wir beten dich an, mit allem, was wir waren und sein werden, und preisen deinen Sieg der Liebe über unser Herz und über alle Herzen guten Willens, denen du wunderbare Charismen gegeben hast, die jetzt allesamt zusammengetragen, zusammengeführt werden sollen, damit sie dir dienen können. Und du zeigst uns, in welcher Zeit wir leben. In einer Zeit des Überganges, in einer Zeit eines historischen Überganges, eines Zeitenwechsels. Jede Epoche des historischen Überganges in meiner Kirche hat als Hauptpersonen die Heiligen gehabt. Ihr lebt schon in diesem historischen Übergang. Ja, ihr seid schon Hauptpersonen einer wichtigen Bewegung, die von meiner Jungfrau Mutter gewollt ist. Ich aber möchte sehen, dass ihr euch alle für eure Brüder und Schwestern einsetzt, durch die Mittel, die euch die Bewegung selbst bietet. So würde ich auch eure Heiligkeit gesichert sehen in all ihrer Fülle. Glaubt mir doch, die Mittel, die uns diese Bewegung bietet, dieses Charisma, das die ewigen Worte des Evangeliums, die heilige Lehre der Kirche, einzigartig ausgelegt werden durch diese Botschaft der Liebe. Wir leben schon in diesem historischen Übergang. Wir sind schon Hauptpersonen dieser Bewegung, weil wir sie kennenlernen durften, hineingerufen werden durften. Ja? Und der Herr sagt, wenige andere Momente habe ich mit euch, um euch meinen Reichtum zu schenken.
Fortwährend rufe ich euch, meine Freunde, aber ich rufe euch oft vergeblich. Dies ist eine Periode des historischen Übergangs in meiner Kirche. Darum brauche ich Führer, um neue Wege zu gehen. Führer, um neue Wege zu gehen. Seht ihr, liebe Freunde, Führer, um die neue Geistigkeit zu lernen, zu erkennen und weiterzugeben. Führer für neue Wege. Diese Führer müssen herangebildet werden. Die Geister müssen geschult werden. Unser Geist muss im Heiligen Geist ruhen. Unser Geist muss in die Tiefe des Heiligen Geistes hinabgesenkt werden. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Lass uns jetzt verstehen, wie wichtig das Gebet ist, wie wichtig unsere Beziehung, unser Gespräch mit dir ist, dass wir hören auf das, was du uns sagst. Denn Jesus sagt uns weiter, meine Lieben, euer Gebet soll eure Anerkennung Gottes sein, als Urheber allen Lebens. Euer Gebet sei niemals nur eine fromme Übung, die in vom Leben bestimmten Abständen zu erfüllen ist, aus Angst, aus Pflichterfüllung. Nein, sondern euer Gebet sei Ausdruck eurer Ausrichtung auf euren Ursprung hin, auf eure Heimat hin. Wenn euer Leben seine Wurzeln in die Tiefe des Geistes hinabsenkt, unser Leben, die geistlichen Wurzeln in die Tiefe des Heiligen Geistes hinabsenkt, dann erst seid ihr eine Einheit. Dann erst leben eure Taten und Absichten in einem befreienden Gleichgewicht. Was heißt das, liebe Freunde? Wir sagen immer, ja, wollt ihr eh. Ihr habt einen guten Willen gehabt. Ist schon was ganz was Großes. Ist schon was ganz was Tolles. Freuen wir uns über unseren guten Willen. Über den Willen, der vom Heiligen Geist, der Gute ist, einfach durchdrungen ist. Aber es ist noch immer zu wenig. Ja? Die Absichten und die Taten, dass wir es auch tun, was wir wollen. Und der Herr sagt, es ist wichtig, dass die Absichten und die Taten ja, in einem befreienden Gleichgewicht leben. Dass wir es auch tun können in seiner Kraft, was er zu tun uns aufträgt. Das geht aber nur dann, wenn wir immer mehr lernen, in einem immerwährenden Zustand uns hineinnehmen zu lassen, zuzulassen, dass der Heilige Geist seine Tiefen, die göttlichen Tiefen, in die Tiefen unseres Geistes hinabsenkt. Dann erst in diesem Maße sind wir ganz eins mit ihm. Dann erst beginnt die eigentliche Unterweisung, wenn du selber hörst auf die Stimme des Geistes, auf die Stimme der göttlichen Liebe, die Stimme des Vaters und des Sohnes. Einzigartig, liebe Freunde. Das ist keine Illusion, nicht nur für wenige Mystiker. Jetzt, in diesem Übergang der Zeiten, in diesem neuen Zeitalter, sollen alle, die leben, fähig sein, selbst auch in diese ganz persönliche Gebetsbeziehung, Gesprächsbeziehung, Liebesbeziehung mit dem Schöpfer einzutreten. Jeder ganz persönlich. Lest nach, alles in der Heiligen Schrift drin, sogar sehr viel schon im Alten Testament. Und niemand wird mehr den anderen belehren, ja, denn jeder wird selbst den Herrn im Herzen tragen. So wie seinerzeit vor dem Sündenfall im Paradies. Ja, wo nicht Adam zu Eva sagen musste, du, das ist so und so und Eva zu Adam, das war so und so. Sie haben beide gemeinsam, jeder für sich, den Herrn geschaut, den Herrn gehört. Wie dramatisch war doch diese Trennung vom Schöpfer. Und diese Trennung, an der leiden wir heute. Das ist die Geistigkeitsunterscheidung. Das ist die Trennung. Das ist die verschiedenen Geistigkeiten, die verschiedenen Spiritualitäten, die uns so sehr zu schaffen machen und die in der Corona-Krise, durch die Corona-Krise, so gewaltig herausgekommen sind. Ja? So gewaltig herausgekommen sind. Ja. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch gleich wirklich auch Werbung machen, auch für ein Video, das Johannes Hartl
hineingestellt hat, eh schon vor 9 Monaten. Ja. Corona-Verschwörungstheorien wollen wir so leben, ja. Es haben bereits 630.000 Menschen das angeklickt und gehört, ja, vor 9 Monaten. Ich habe es heute angehört, ich habe jetzt ja mir Wüstentage gegönnt, wirklich Wüstentage seit meinem Unfall, und sie haben mir unendlich gut getan. Wieder so ganz ruhig werden, weil es andere weglassen müssten, nicht ganz freiwillig durch einen Unfall, gell? Aber es hat mir so, so gut getan und mir so gut gefallen, wie dieser Johannes Hartl einfach hergeht, aufgrund dieser 3 Punkte, so wunderbar auch die Corona-Krise beleuchtet, ohne zu sagen, ob wir uns impfen lassen sollen oder nicht, ob wir die Maßnahmen, die Masken, die Abstände einhalten sollen oder nicht, sondern einfach, was steckt dahinter? Was hat die Corona-Krise gezeigt? Wie diese Geistigkeit und auch, woher kommen die Verschwörungstheorien, woher kommt dieses Mensch gegen Mensch, woher kommen diese ganzen Kämpfe, die seit der Corona-Krise auch die Familien, die Gebetskreise gespalten und getrennt hat, über diese äußeren Fragen. Ja? Und 3 Hauptpunkte, die er da hat. Das eine ist die Angst, das zweite die Toleranz, das dritte die Verschwörungstheorien. Ja? Und wie er dann so schön auch sagt, von der Angst her, gell? Denn Gott, 2. Timotheus 1, 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist, der verzagt hat, also nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also es gibt, liebe Freunde, einen Geist der Angst. Und heute sprechen wir vom Geistigkeitscrash, vom Zusammenprall der Geistigkeiten. Und da ist dieser Geist der Angst, dieser Ungeist der Angst, muss man sagen, gell? So ganz mächtig am Werk. Und der Johannes Hartl beschreibt es so wunderbar, das sind 70 Minuten, gönnt euch bitte diese 70 Minuten, bitte, ja, wann immer, 70 Minuten. Denn er beschreibt so wunderbar auch, woher und wie die Hintergründe da sind und was für schrecklichen Auswirkungen jede Angst hat. Denn Angst ist immer, wie ist ein schlechter Ratgeber. Und dann über die Toleranz, ja, Verlust von Zwischentönen, entweder nur oder gar nichts. Ja. Und dann kommt die Verteufelung der Mitmenschen und so weiter. Gell. Die Meinungsfreiheit, die es nicht mehr gibt, was nervt, wenn der andere eine Meinung nennt. Und hat dazu Epheser 6,12 zitiert, gell. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Seht ihr, liebe Freunde, warum sage ich das heute? Thema Geistigkeitscrash. Das alles prallt zusammen. Ja? Und wir im Heiligen Geist sind immer die Sieger. Aber unser Herz hat es noch so wenig gelernt. Es ist noch zu eng, zu wenig gelernt, aus dem Heiligen Geist zu leben. Wir behindern, widerstehen oft noch dem Heiligen Geist. Und dann erst haben diese Angstgeister, der Geist der Angst und verschiedene Verwirrungsgeister erst die Möglichkeit, uns zu schaden. Ja? Also, und dann kommt er zum nächsten Thema, zu den Verschwörungstheorien und nennt wieder Jesaja 8, schon im Alten Testament ist drinnen, wo es heißt, nennt nicht alles Verschwörung. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Ja, und so weiter. Also, dass man wirklich hergeht und das ganz stark hat er angeprangert. Ja, diese Medien, die Mainstream-Medien, ja, nur, die sind ja alle gekauft, da kannst du nichts mehr haben, die schaue ich gar nicht mehr an. Und dann sagt er, und was liest du, was hörst du, wem glaubst du? Dann, was in Social Media, in den Networks kommt oder von irgendwelchen Sendern, die prüfst du nicht. Seht ihr? Und so da die Lagerbildung in der Gesellschaft aufgedeckt. Ja, weil wir oft gesagt haben, unser Charisma ist es, die Lager in der Kirche aufzulösen, indem die Geistigkeiten in die eine Spiritualität des Heiligen Geistes einfließen. Alle Geistigkeiten, die nicht so ganz aus dem Heiligen Geist sind, werden aufgelöst und fließen ein in die eine Spiritualität des Heiligen Geistes. Und dann hat er ganz wunderbar drinnen, er bleibt nicht stehen bei diesen Analysen, sondern drin, was ist das Wichtigste? Er sagt, nicht das Wichtigste, dass der Körper überlebt. Nicht das Wichtigste, dass der Körper keinen Schaden davontragt oder die Gene nicht den Schaden davontragen. Nein, das Wichtigste ist unsere Gottesbeziehung. Denn aus der heraus können wir erst den Mitmenschen begegnen. Ja? Diese Gottesbeziehung. Ja? Und deswegen noch 2 kurze Stellen von Johannes Hartl, die er genannt hat in diesem Video. Wacht und betet alle Zeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt. Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Frieden.
Auch in der Corona-Krise, da braucht nicht hektisch und ungut miteinander geredet, diskutiert werden, brauchen keine Beziehungen abgebrochen werden. Das ist ein Zeichen, wir sind in Lagern drinnen. Lager, die einander nur mehr feindselig gegenüberstehen, die einander nicht mehr verstehen wollen, wo ich nur mehr Medien aufnehme, nur mehr Medien glaube, die meine Ansicht bestärken und alle anderen Meinungen als gekauft und als Verschwörung abtue und so weiter. Das beschreibt das so schön. Noch einmal, hört euch dieses Video an. Ich schätze ihn immer mehr, muss ich sagen, immer mehr, weil ich merke, er hat einen ganz großen Beitrag geleistet, auch zur Erneuerung der Geistigkeit, zur Zusammenführung der Menschen in einen Geist der Liebe, ganz im Gegensatz zu vielen anderen christlichen Leuten, die laufend Livestreams geben und laufend posten, die eigentlich in die Enge treiben und nur Leute zu Wort kommen lassen, gell? Und auch Kirchenleute zu Wort kommen lassen, die diese Enge befürworten und die Spaltung, die Trennung befürworten. Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr zwar in Bedrängnis, aber habt Mut. Ich habe die Welt besiegt. Seht ihr nur eine kleine Exkursion, gell, dass wir merken, ein guter Tipp, dass wir wirklich merken, die Geistigkeit, die zusammenprallt, die unterschiedlichen. Es ist wichtig, dass wir lernen, Geisteshygiene zu betreiben. Nicht nur Seelenhygiene, Geisteshygiene zu betreiben. Was schaue ich an? Was schaue ich nicht an? Ja. Wem glaube ich nicht? Ist zur dramatischen Überlebensfrage geworden, liebe Freunde. Zur dramatischen Überlebensfrage geworden. Und bevor wir zum Sonntag, zum Text des Sonntags kommen, jetzt noch einiges aus der Botschaft der Liebe, damit wir sehen, eben, wie sehr diese Geistigkeit wesentlich ist. Das alles soll durch ein lebendiges, gutes, gesundes Gebetsleben ausgedrückt werden. Wie gesagt, wir werden zu Menschen, die direkt vom Herrn im Herzen, im Geist unterrichtet werden. Ja. Dazu brauchen wir jetzt einfach viel die Hilfe, dass wir einander helfen können. Denn Jesus sagt, seht doch, meine Jünger, seht doch, bemerkt es doch, meine Jünger, immer mehr verwirklicht sich die Trennung und die Teilung der Geister. Und in erschütterndem Maße wird die Spreu vom Weizen getrennt. Und wir wissen vom Evangelium, was geschieht mit der Spreu? Sie wird verbrannt. Was geschieht mit dem Weizen? Er kommt in die Scheune. Er ist Nahrung für die vielen. In erschütterndem Maße wird die Spreu vom Weizen getrennt, sagt Jesus der Herr. Das ist alle Geistigkeiten, die nicht ganz im Heiligen Geist, vom Heiligen Geist durchdrungen sind, werden als Spreu im Licht, im Feuer des Heiligen Geistes aufgedeckt und verschwinden. Ja? Und es gibt eine gewaltige Verfolgung von der Welt und von Menschen, auch der Kirche, sagt Jesus, die diese Erneuerung der Geistigkeit nicht zulassen, nicht wollen. So wie der ewige Kampf damals schon begonnen hat und da ist, seit dem Sündenfall. Und wie Jesus das bemerkt hat in seinen 3 Jahren des göttlichen Wirkens, das hat ihm auch das Leben gekostet, diese Erneuerung der Geistigkeit. Denn die Pharisäer und Schriftgelehrten wollten die Erneuerung der Geistigkeit nicht annehmen. Sie wären nicht mehr Mittelpunkt gewesen. Sie hätten nicht mehr den Applaus bekommen. Und so haben sie es abgelehnt. Und wie dramatisch, wenn Jesus in seine Heimatstadt kommt, Nazareth, wie sie ihn bewundern. Er liest das Jesaja vor. Heute hat sich Jesaja verwirklicht. Alle bewundern ihn. Und dann so schnell, ist das nicht der Sohn Josefs? Der Zimmermann? Was geschieht? Jesus deckt sie auf, nur der Syrer Naaman ist geheilt, nur die Witwe von Sarepta hat Nahrung erhalten, die nicht ausgegangen ist, aber niemand im Haus Israel. Das hat gereicht. Sie springen auf. Seht ihr? Das Lagerdenken. Ja? Sie springen auf,
treiben ihn zur Stadt hinaus und möchten ihn umbringen. Er ist am Beginn seines Wirkens. Stephanus das Gleiche. Sie halten sich die Ohren zu, zitiert Johannes Hartl. Stürmen auf ihn los, steinigen ihn. Heute im Zusammenprall der Geistigkeiten. Das ganz das Gleiche. Die Geistigkeiten prallen zusammen. Wir und viele bunkern sich ein in einer Geistigkeit, in einer Ideologie, die nicht vom Heiligen Geist mehr durchdrungen werden kann oder teilweise nicht mehr. Liebe Freunde, müssen lernen, alles zu prüfen, alles zu schauen und das Gute zu bewahren. Also im erschütterten Maße verwirklicht sich jetzt die Trennung der Geister, aber auch ja, diese Teilung der Geister. Heute ist die wahre christlich-katholische Frömmigkeit dem Unverständnis und der Verfolgung ausgesetzt. Dem Unverständnis der Verfolgung durch die Welt und durch die Priester, die apathisch und kalt geworden sind. Apathisch und kalt, die in irgendeinem Lager gefangen sind, linksextrem, rechtsextrem. Und so auch Unverständnis haben gegenüber der wahren christlich-katholischen Frömmigkeit. Denn die wahre christlich-katholische Frömmigkeit ist immer eine Frömmigkeit in der Herzensmitte der Kirche. Die wahre christlich-katholische Frömmigkeit, liebe Freunde, um die geht's. In der erneuerten Geistigkeit. Alles andere wird nicht überleben können. Wie erkenne ich das eine vom anderen? Schau auf die Früchte deines Lebens. Soweit du kannst, schau auf die Früchte derer, die etwas sagen, der Katecheten etc. etc. Geht es da Richtung Weite, Richtung Verspieltheit, Richtung Fröhlichkeit, Richtung Heiterkeit, Richtung Gelassenheit? Denn wir werden heute hören, Heiterkeit und Gelassenheit, das sind die Sicherheiten des Heiligen Geistes in uns. Das hören wir nicht gern, wenn wir verbissen sind. Ja. Verbissen. Verbittert. Also, Erneuerung der Geistigkeit. Und Jesus spricht weiter. Die Entscheidungen nicht aufschieben. Was du heute erkennst, führst gleich durch, mach's gleich. Meine Lieben, hört doch auf mich, sagt Jesus. Schiebt eure Entscheidungen nicht ins Unendliche hinaus. Ich möchte, dass ihr euch bewusst werdet, dass jede träge und egoistische Verschiebung, jedes Projekt verlangsamen und zunichte machen kann. Diese Projekte, die der Himmel jedem Einzelnen von euch und euch allen übertragen hat. Jeder von uns hat Charismen, jeder von uns hat Talente. Einzelne, jeden Augenblick, jeden Tag und zusammen als Bewegung Werk der Liebe, als Kirche, als Bewegung, als Gemeinschaft, als Pfarrgemeinderat, ja. Immer gemeinsame Projekte, einzelne Projekte. Und Trägheit, Egoismus bewirken, dass die Entscheidungen, die Projekte nicht Wirklichkeit werden, verlangsamt werden, zunichte gemacht werden, durch die Aufschiebung der Entscheidungen. Es gibt Entscheidungen, die ihr ins Unendliche verschieben möchtet. Wenn ich 50 Jahre lang warte, darauf, von 20. Lebensjahr weg, ob ich Priester oder nicht Priester werden soll, ob ich heiraten soll oder nicht heiraten soll, ob ich ins Kloster gehen soll oder einen weltlichen Beruf aufnehmen soll. Wenn ich 50 Jahre grüble und nicht mich entscheide, ist alles nicht das Gescheite, gell? Ist nicht das Gescheite. An dem drastischen Beispiel sehen wir. Und so geht es uns immer. Wenn wir im Heiligen Geist sind, in der richtig erneuerten Geistigkeit leben, dann geht es wie von selbst. Ein Fließband geht jeden Tag an uns vorbei. Ein Fließband geht jeden Tag an uns vorbei. Da liegen wunderbare Dinge und grausige, schreckliche Dinge oben. Und bei den wunderbaren Dingen sage ich, kommt und nehme es ins Herz auf. Und die schrecklichen Dinge sage ich, pfui, verschwind. Ich lasse sie liegen. Einfach liegen. Ja? Und lasse sie vorbei an mir. Seht ihr, das ist ein Leben in Geisteshygiene. Ein Leben aus dem Geist. In dem die Geister unterschieden werden. Aber dazu muss mein Herz geformt werden. Aber wenn ich gleich davonlaufe, ja, jetzt bei Corona, die Leute sich geärgert haben, auch über meine Katechesen, ja, ein Teil ist in den Angriff übergangen, ein Teil ist einfach weggegangen. Ja. Okay, es ist traurig, aber ja,
Es soll nie ein Grund sein, dass jemand weggeht, dass jemand total nur im Frontalangriff geht. Wir können in Ruhe miteinander reden, alles ausreden, alle Argumente austauschen. Ja, aber letztlich wird es nicht im Kopf alles entschieden, sondern im Herzensfrieden. Ja, wenn du im Herzen, im Heiligen Geist ruhst, dann wird dein Verstand, der Kopf erleuchtet vom Herzen her. Wenn du im Heiligen Geist ruhst, wird der Bauch, die ganze Gefühlswelt erleuchtet vom Herzen her. Die Ängste verschwinden. Und dann können wir viel leichter miteinander reden. Aber wir reden auch dann schon, wir weigern kein Gespräch, wenn noch alles durcheinander geht, ja, im Herzen. Und so ist der 29. August gekommen, in den Botschaften, ich mache jetzt gerade die letzten Tage durch, der Geburtstag meines Vaters. Ja, es war bereits jetzt, es wäre der 107. Geburtstag, ja, meines Vaters. Und da sagt uns Maria, ganz wichtig für den heutigen Tag, da sagt uns Maria zum heutigen Tagesthema. Ein letzter Sonnenstrahl fällt gerade auf ihren Kopf. Der Strahl des Heiligen Geistes, mit dem sie so durchdrungen ist. Meine Kinder, jeden Tag begleitet ihr viele Brüder und Schwestern zum Kreuz Jesu. Jesus und Maria werden ihre Übel heilen. Es sind nämlich Übel des Geistes. Ich möchte euch auch alle körperlich Kranken anvertrauen. Wie viele leiden meiner Kinder? Wie viele leiden meiner Kinder? Jetzt denkt man unmittelbar an die Botschaft vom 8. Jänner. Ja, alle bittet um die Heilung eurer kranken Körper, viele aber wissen nicht, dass sie im Geiste krank sind, getrennt sind vom Heiligen Geist. Ja, denken wir jetzt dazu herein. Übel des Geistes. Und das Übel des Geistes werden Übel der Seele, Übel des Körpers. Wenn der Heilige Geist uns nicht ruhen lässt, den Herzensfrieden schenkt, wird die Seele krank. Und eine kranke Seele macht den Körper krank, psychosomatische Krankheiten. Aber Geisteshygiene ist das Erste, nicht die Seelenhygiene. Aus der Geisteshygiene soll die Seelenhygiene erwachsen. Und dann kommt die Körperhygiene. Und dann wissen wir, dass wir Zähne putzen müssen, uns duschen müssen und dass wir, wie wir uns pflegen müssen, ja, den Körper. Aber nicht nur auch aufpassen und Angst haben um den Körper. Ja? Ob wir an Corona sterben oder nicht an Corona sterben, dies und jenes ist nicht das Wesentlichste für uns. Für uns ist das Wesentlichste, dass wir in Christus sind, dass wir im Heiligen Geist sind, dass wir unsere Geistigkeit erneuern lassen, dass die Übel des Geistes in uns selber aufhören. Meine Mutter hat so wunderschön mir gerade vorhin, heute angerufen, gerade bevor ich jetzt aufnehme, mir erzählt, wie immer mehr im Altersheim die Leute auf sie aufmerksam werden. Jetzt hat sie gefragt schon nach Gebetsbildchen, nach Weihegebet und so weiter. Habe ich hier 300 jetzt reingebracht und habe heute schon, gestern und so weiter, ist es schon losgegangen und sie teilt und die Leute wollen die Gebetsbildchen haben, die Weihegebete haben und so weiter und so und sie teilt sie aus und es ist wunderschön, wie sie eigentlich geistlich wirken kann, ohne dass jemanden anspricht. Sie kommen ins Zimmer rein, spüren eine gewisse Atmosphäre, sehen dort die Statue und die Bilder und so, wie es ist, und sie wissen schon vieles über ihr geistliches Leben. Ist nicht schön? Wunderbar. Aber diese Übel des Geistes, sie müssen einmal geheilt werden. Ja? Und dann werden wir so gesund. Und jetzt sagt sie mir, jetzt seit gestern geht es ihr so viel besser, hat sie gesagt. Sie geht viel leichter, weil sie schon so schwer gegangen ist mit ihren bald 104 Jahren. Und jetzt geht sie leichter. Und sie, seit gestern wirkt sie so frisch. So irrsinnig, gewaltig frisch wirkt sie auf mich. Mein Bruder hat es auch sofort gemerkt, wie er sie heute angerufen hat. Ja? Interessant. Wer macht denn das? Doch nur der Heilige Geist. Der Heilige Geist gibt den alten Menschen Frische. Und das ist ein Zeugnis für das ganze Haus. Doch die Leiterin, bevor sie 3 Wochen auf Urlaub gegangen ist, hat sie eine halbe Stunde zu ihr hingesetzt und hat so viel mit ihr geredet. Und alle sind froh, wenn sie auch, wenn die Mutti auch für sie betet, für ihr Anliegen betet. Eine einfache, alte Frau, 104 Jahre bald alt. Und so schön, wie sie in dem Haus da Frieden verbreitet und Licht verbreitet. Ja. Maria, also, okay? Körperliche Krankheit, die seelische Erkrankung, die kommt alles, wenn der Heilige Geist nicht
nicht wirken darf, in unserem Geiste nicht ruhen kann. Ja? Und Jesus sagt uns an diesem 29.08. am Geburtstag von meinem Vater, der immer ein Kämpfertyp war, schon auf die Welt gekommen ist, an dem Tag, wo wir das Fest der Enthauptung von Johannes den Täufer feiern. Ja? Etwas Wichtiges zum heutigen Thema. Scheidung der Geister, Teilung der Geister, ja? Gesetz, Liebe. Papst Franziskus, die letzten Generalaudienzen, zweiter, immer Gesetz, Glaube. Ja? Gesetz, Liebe. Jesus sagt uns heute, dir und mir heute, passen wir ganz genau auf, meine Lieben. Während ich euch segne, rufe ich euch noch einmal auf, die Gerechtigkeit zu leben, euch den eigenen Pflichten zu widmen, den Werken der Barmherzigkeit und den Kulthandlungen. Also den eigenen Pflichten, eigenen Sorgen, nicht immer sich einmischen in Dinge, die uns nichts angehen, die Sache des anderen sind. Werke der Barmherzigkeit, wie schön, ha? Werke der Barmherzigkeit. Wie leben wir in Gerechtigkeit, wie leben wir richtig? Indem wir uns dem eigenen Auftrag des Tages widmen. Den muss ich aber mal selbst erkennen, ja? Und nur wenn ich den Geist nicht lebe, dann gehe ich her und dann versäume ich und weiche aus meinen eigentlichen Kreuzen, meinen Pflichten und dann baue ich mir die selbstgezimmerten Kreuze. Dann suche ich mir selbst ausgesuchte Kreuze und es geht immer alles daneben. Ja? Aber dann komme ich zu den eigenen Verpflichtungen und komme vor allem zu den Werken der Barmherzigkeit. Ja? Einzigartig, 2x7, leiblich, geistliche Werke, gell? Ja, komme ich. Und zu den Kulthandlungen. Wie geht mein Glaubensleben? Wie geht mein Leben in der Kirche? Wie geht? Und dann kommt der entscheidende Satz. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Ich aber lehre euch, wie man sie erfüllen muss. Die eigenen Verpflichtungen. Diese Werke der Barmherzigkeit, die Kulthandlungen. Wie erfülle ich sie? Und Jesus sagt, nicht, um Applaus zu ernten. Ups, Applaus zu ernten. Jetzt denken wir sofort nach, wenn der Meister uns fragt, warum tust du was? Warum bist du enttäuscht, wenn das, was du gemacht hast, niemand bemerkt? Warum bist du so bitter, wenn es niemand bemerkt? Sondern du sogar verleumdet, gerügt wirst, du bist so faul und machst alles verkehrt und die sehen gar nicht, wie richtig du es gemacht hast. Alles, was wir tun, alles, was unser Auftrag ist, ist nicht, um Applaus zu ernten. Denn ihr würdet meinen Platz einnehmen. Seht ihr? Der Einzige, der Tag und Nacht Applaus gebührt, dem es gebührt, der sie erhalten soll, ist der Herr. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Der Einzige. Ja? Denn ihr würdet meinen Platz einnehmen und eure Werke würden zu Menschenkult verdreht, ja? Und in einen Dienst an der Eitelkeit verwandelt werden. Seht ihr? Die ganzen Werke der Liebe können, wenn die Motivation, die Absicht, die Ausführung nicht Liebe ist, zu einem Dienst an der Eitelkeit werden. Deswegen sagt meine Mutter mir so oft, Franz, wenn du dann gelobt wirst später und das Werk einmal aufsteigt, wenn einmal diese ganzen Angriffe vorbei sind, dann bitte bleib demütig, schau auf die Demut. Dann glaubt man, wow, wenn das Ganze aufblüht, die Leute dazukommen, man den Leuten helfen kann. Aber nie aufpassen, Dienst an der Eitelkeit. Menschenkult. Der Mensch wird plötzlich wichtig. Pharisäer, Schriftgelehrte, Menschenkult. Dienst an der Eitelkeit, Applaus. Deswegen musste Jesus sterben. Deswegen laufen wir davon, von der eigentlichen Erneuerung des Herzens, von der eigentlichen Erneuerung der Geistigkeit, weil unser altes Ich nicht, das nicht überlebt, sondern sterben muss. Es wird aber nicht aufgelöst, okay? Wie so oft heißt das, vernichtet, sondern es wird erneuert, gewandelt. Es wird zu einem Ich, das bleibt, zu einem Ich, das ganz im göttlichen Willen glücklich wird, aufgeht. Aber wir bleiben immer in unserem Ich. Das Ich ist nichts Schlechtes. Nur wenn es egoistisch ist, nur um sich dreht,
dann ist es problematisch. Ja? Gut. Und jetzt spricht Jesus weiter. Ganz wichtig, Thema des heutigen Abends. Wenn wir eitel sind, Applaus haben wollen, dann ist dies eine sinnlose Umkehr der Werthierarchie, die den Wert des Werkes selbst zerstört. Du kannst ein Leben lang Kirchen bauen, die tollsten Dinge machen, jeden Tag einen anderen Gebetskreis leiten, jeden Tag in die Kirche gehen, Wallfahrten machen, Rosenkranz beten, vielleicht im Psalter täglich. Aber wenn das nicht klar ist, Eitelkeit, Menschenkult, Applaus, ja, dann ist es eine sinnlose Umkehr und zerstört den Wert des Werkes selbst. Das heißt, alles wird zerstört und das sind die Dinge, wo Jesus sagt, dramatisch, wo die Leute zu ihm sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Wunder gewirkt? Sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und die Dämonen ausgetrieben? Und er sagt, nein, ich weiß nicht, woher ihr seid. Das ist genau das. Für mich habt ihr es nicht gemacht. Ihr habt euren Lohn ohne dies schon erhalten. Die Menschen haben euch eh schon applaudiert. Ihr habt ja ohne dies den Applaus in die Mitte eures Wirkens gesetzt. Und euer Fähnchen in den Wind gedreht und nur das gesagt, was euch Applaus bringt bei den Menschen. Ja. Und das ist es genau. Das ist Pharisäismus. Das ist Heuchelei. Das ist Gesetzesdenken. Das ist genau das Thema auch des heutigen Abends, der heutigen Katechese. Euer Jesus demaskiert die Tendenzen, die ein pharisäisches Verhalten von heute und von immer charakterisieren. Seht ihr? Das war gut, dass Corona uns die Masken gebracht hat. Und die Maskenpflicht, ich halte sehr viel von dieser Maske. Und ich trage sie dort, was notwendig ist, um Leute nicht zu gefährden. Ja? Die Zahlen mit dem Delta-Virus gehen ja schon gerade in die Höhe. Ja? Und trotzdem, jetzt sehen wir erst durch diese Masken, wie schrecklich störend eine Maske ist. Dass ich nicht die Mimik des anderen sehe, nicht das ganze Gesicht sehe. Meine Mutter versteht mich kaum, wenn sie nicht meinen Mund sieht, weil sie schwer hört. Ja? Also, Jesus demaskiert uns. Ja? Wir werden dann erst uns demaskieren können, wenn wir diese Pandemie besiegt haben. Erst dann, wenn wir entsprechend geheilt worden sind, immun worden sind gegen diese Krankheitserreger. Und so auch demaskiert Jesus in uns den Pharisäismus, in uns den Pharisäismus. Und es zeigt er uns zwei wichtige Tendenzen, die genau den Pharisäismus ausdrücken. Wir kennen das alles schon, aber nur heute ist es genau das Thema, wo wir alles zusammenfassen in diesen 90 Minuten. Erstens, die Tendenz zum Formalismus. Formalismus. In frommen Kreisen ein gewaltiges Problem, ein gewaltiges Krebsgeschwür. Formalismus, Legalismus, Gesetzesdenken. Alles Wichtigste ist einfach nur das Gesetz. Ob das Grund geht, ob die Liebe nicht ist, das schauen wir nicht. Ja? Was macht der Formalismus? Die Tendenz zum Formalismus, der die skrupulöse, also die ängstliche, die enge, die lieblose, skrupulöse, ängstlich, eng, lieblos. Und Ernst Hartler sagt, Angst kommt von Enge. Die Enge des Herzens hat immer Angst. Ein weites Herz hat keine Angst mehr. Die Liebe kennt keine Angst mehr. Ja? Der die skrupulöse Beachtung der Praktiken des Kultes und des Gesetzes vorherrschen lässt. Zum Schaden des Geistes, zum Schaden der Liebe. Seht ihr, der Heilige Geist wird geschädigt, die Liebe wird geschädigt. Der Formalismus ist nicht einfach nur eine schlechte Charaktereigenschaft oder so ist man es halt gewohnt oder das sind halt andere Kreise. Nein, das ist ein Krebsgeschwür. Skrupulös beachten alles, was sich gehört. Ja? Dieser religiöse Knicke, gell? Der religiöse Knicke, alles weiß man schon. Nicht? Ja? Und nur Gesetz, Gesetzmäßigkeit, ja. Das herrscht vor, hat die Herrschaft. Was geht zugrunde? Es geht zugrunde der Heilige Geist und die Liebe. Also, ein ganz wichtig zentral für unser heutiges Thema, zusammenfassend, ja? Formalismus. Der Heilige Geist, die Liebe wird geschädigt durch Formalismus. Zweitens, die Tendenz, euer Heil als ein Verdienst aufzufassen. Eine Eroberung, die ihr erobert habt,
durch Erleiden, Kreuztragen, Schmerzen und alle Dinge, die man versprochen hat, gell? Verdienst. Wie viel reden von gewissen Kreisen nur von Verdienst, Verdienst, Verdienste sammeln. Verdienst, Verdienste. Wird nur von Verdienst geredet. Wir können nichts verdienen, liebe Freunde. Wenn wir alles tun, wenn wir die größten Heiligen der Kirchengeschichte sind, bleibt das Heil, das ewige Heil, ein unverdientes Geschenk, eine unverdiente Gabe. Und wer das, was etwas anderes denkt, der ist sehr gefährdet in Selbstgerechtigkeit. Sehr gefährdet. Ja. Und da kommt Angst. Werde ich wohl gerettet werden? Angst vor der Hölle. Angst vor dem Fegefeuer. Wie schaut's aus? Angst, Angst, Angst. Menschen im Formalismus haben immer Angst. Also unser Heil als Verdienst, als Eroberung aufzufassen, wo ich immer erarbeitet habe. Ja. Und nicht als eine Gnade. Und ein vollkommen unentgeltlich, gratis gegebenen Geschenk. Unser Heil ist immer ein unverdientes, umsonst erhaltenes Geschenk. Eine Gnade, eben die Gegenwart des Herrn, das ist unser Heil. Die Gnade, die Gegenwart des Herrn, Current of Grace. Wir lassen uns einfach unverdienterweise vom Herrn durchströmen. Wenn eure Taten in der rechten Absicht getan werden, ist euer Lohn immer garantiert. Ist euer Lohn immer garantiert. Ist nicht schön? Ja? Ist euer Lohn immer garantiert? Die rechten Absicht, in der rechten Haltung, in der rechten Geistigkeit. Ja? Verwechselt niemals den Schein mit dem Sein. Unser Weg der Erneuerung der Geistigkeit ist ein Weg von außen nach innen. Vom Gesetz zur Liebe. Ja? Seht ihr? Und genau dafür ist Jesus gekreuzigt worden. Weil er so empörend ist, weil er so schwer verständlich ist, weil die Wahrheiten, wie wir es in den letzten Katechesen gehört haben, am Anfang für ein Herz, das nicht gewandelt ist, so unerträglich ist, so schwer ist. Zum Schaden des Geistes, zum Schaden der Liebe. Die tollsten Dinge, die wir tun, okay? Was wirklich tolle Auswirkungen haben, alles, die Werke der Barmherzigkeit, wenn wir nicht sie aus der richtigen Geistigkeit heraus tun, dann können wir niemandem helfen. Ja? Ja, ich werde die Welt erneuern, meine Jünger. Aber vor der Welt werde ich noch meine Kirche erneuern. Dazu gehören wir. Ja? Vor der Welt werde ich noch meine Kirche erneuern. Meine Diener, die mir geweihten Seelen. Seht ihr, die drei Gruppen nennt der Herr. Ja? Die Diener, die mir geweihten Seelen, die Gläubigen, gell? Das sind die drei großen Gruppen in der Kirche. Ja? Die Priester, die Ordensleute und die Gläubigen. Ja? Wunderschön. Was geschieht dann? Ich werde der Kirche ein neues Antlitz verleihen. Das neue Jerusalem wird die Befreiungshymne singen. Die Kirche wird das neue Jerusalem darstellen. Einzigartig. Einzigartig. Ja? Maria sagt uns noch, damit das Feuer der Liebe, das ich in euch entzündet habe, nicht erlischt, ermahne ich euch. Bitte ich euch, lade ich euch ein, den Weg fortzusetzen, unbeirrt auf den Wegen des Geistes, auch durch das Kreuz hindurch, das zu lieben ich euch gelehrt habe. Vervollkommnet euch in der Bekehrung, kehrt vollkommen heim ins Herz des Vaters durch Christus, durch die Geborgenheit im Herzen Mariens. Vervollkommnet euch in der Bekehrung, denn dies ist die Zeit, in der Jesus euch einlädt, die Nähe seines Reiches anzukündigen. Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Wie schaut es mit unseren Lampen aus, die wir haben, durch die Taufe, Firmung bekommen haben? Aber wie schaut es mit dem Öl aus? Die Lampen müssen gefüllt sein mit Öl, sonst sind wir törichte Jungfrauen, törichte Menschen. Das Öl ist die Erneuerung des Herzens. Die Erneuerung des Geistes, das Öl ist die Liebe, die unser Herz weit gemacht hat. Ist die Liebe, das Feuer des Geistes, das in uns brennt. Das ist das Öl. Ein mit Liebe erfülltes Herz. Das ist das Eintrittsgeschehen in die Ewigkeit. Ohne langes Fegefeuer. Das Öl, das Feuer der Liebe, das ist die Auferstehung. Maria sagt nicht, ihr werdet einmal auferstehen nach eurem leiblichen Tod. Nein, Maria sagt,
Verschenkt euch ganz, um Seelen für die ewige Stadt zu gewinnen. Meine Kinder, ihr habt ja bereits Anteil an der Herrlichkeit der Auferstehung Jesu. Na bitte, liebe Freunde, was muss man mehr sagen? Ihr habt ja bereits Anteil an der Herrlichkeit der Auferstehung Jesu. Seid also Werkmeister des Friedens, zusammen mit allen, die sich für den Frieden einsetzen. Ich segne euch, meine Kinder, ich drücke euch an mich. Ist das nicht einzigartig? Ihr seid vom Tod zum Leben übergegangen, sagt uns Jesus. Weil ihr die Brüder liebt, in dem Maße, als ihr die Brüder und Schwestern wirklich liebt. Raus aus dem Lager, hin zur Einheit im Geiste, im Herzen. Das ist die Auferstehung. In dem Maße als sind wir auferstanden. In dem Maße als sind wir erneuerte Herzen. Ja? Nur ein Kriterium unterscheidet die Christen von denen, die leben und denen, die tot sind. Nichts anderes als die Liebe. Das werdet auch ihr bald feststellen. Lasst die Toten ihre Toten begraben. Ja. Wenn wir nicht Liebe ertragen im Herzen, sind wir mausetot im Herzen. Wir vegetieren dahin, äußerlich funktionieren, die Seelenkräfte funktioniert, der Verstand funktioniert halbwegs und die Dinge funktionieren, die äußeren, die körperlichen Funktionen. Aber wir sind innerlich tot, geistlich tot. Deswegen haben wir im letzten gehört, am Dienstag jetzt, ja, in dieser Botschaft, fühlt doch oft das Bedürfnis, euch manchmal in dieser geistigen Höhle zu verbergen, die in euch ist, unser Herz, unser Innerstes, als geistliche Höhle, als Tempel des Heiligen Geistes, ja, um Gott zu betrachten und anzubeten. Ja, unser Gebet, ja, hochgelobt und angebetet, im lebendigen Tabernakel unseres vor Liebe brennenden Herzens, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ja. Immer zahlreicher sind die Seelen, die mein Geist im geistigen Tempel anzieht. Der Heilige Geist zieht weltweit immer mehr Seelen an, im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Und die sich als fromm bezeichnen, werden viele von denen, werden die Letzten sein. Denn jetzt kommen die, die weit weg sind, jetzt kommen die, die ausgetreten sind aus der Kirche, jetzt kommen die, die nichts wissen vom Glauben, weil sie enttäuscht und verletzt wurden von sogenannten Frommen und Gläubigen. Ja? Und die anderen, die jetzt sich einigeln in irgendwelche Lager, ja? Die sich einigeln in Lager und in Engherzigkeit, in Lieblosigkeit, ja? die versäumen diese weltweite Erneuerung des Herzens. Gewaltig, gewaltig. Ja, Seelen, immer zahlreicher sind schon die Seelen. Und wir werden sie sammeln. Sie werden gesammelt auch in Karis in Österreich. Und schließlich seid ihr eine lebende Prophezeiung, damit ihr eine ewige Beziehung mit Gott lebt, der nicht aufhören wird, euch zu lieben. Mein Segen komme auf euch alle herab. Wir sind eine lebende Prophezeiung. Das heißt, unser ganzes Leben, unser Sein ist ein aufgeschlagenes Evangelium, eine aufgeschlagene, lebendige Apostelgeschichte des 21. Jahrhunderts. Ja. Und die ewige, bräutliche Beziehung wird da einzigartig gelebt. Entscheidet euch, sagt Maria. Habt ein reines Herz, habt einen lebendigen Glauben, wachst im Geist mit dem Gebet und der Liebe. Ja. Lasst euch umgestalten, lasst euch erneuern, wachst in der Liebe. In euch seien Vertrauen und Gelassenheit. Ja? Vertrauen und Gelassenheit. Mein unbeflecktes Herz, schließt euch alle ein und formt euch zu Überbringern meiner Botschaft um, die der Aufruf meines Herzens an die ganze Menschheit sein will. Botschaft der Liebe ist für die ganze Menschheit über die Kirche hinaus. Das Evangelium, die Lehre der Kirche, ist nicht nur für die Kirche, sondern für die ganze Menschheit. Und wären nicht so viele Skandale der veralteten Geistigkeit, der Lieblosigkeit gewesen in der Kirche, nicht? So viel Missbrauch, ja? Nicht nur sexueller, geistlicher, aller anderen Missbrauch, da würden die Menschen in Scharen in der Kirche sitzen, würden die Menschen in Scharen der Kirche Glauben und Vertrauen schenken. Ja? Und füllt eure Kirchen wieder
Das sagt Maria. Das geht nur in der Erneuerung der Geistigkeit. Ja. Wir werden ganz kurz zum Schluss der Katechese vielleicht noch auf ein Wort Jesu zurückkommen, aus der Botschaft der Liebe. Aber nur, damit wir jetzt mit diesem letzten Satz aus der Botschaft jetzt kurz zum Evangelium noch gehen. Wir müssen kurz zum Evangelium gehen. Heute mal ein bisschen überzogen mit der Botschaft der Liebe. Die Anteile zueinander sind immer ein bisschen unterschiedlich, dass wir uns immer vom Geist führen auch, gell? Und dann lassen wir vom Papst auch noch was hören. Ja. Aber Jesus sagt, nicht in der buchstäblichen Ausführung meiner Worte gehorcht ihr meiner Lehre. Notwendig ist vielmehr, ihren Geist zu interpretieren. Nicht in der buchstäblichen Ausführung des Evangeliums, der Lehre der Kirche, gehorcht ihr mir meiner Lehre. Es ist notwendig, das wendet erst die Not, wenn man den Geist, die Lehre der Kirche, das Evangelium, den Geist des Evangeliums, den Geist der Liebe versteht und aus dem Geist der Liebe heraus diese Worte interpretiert. Das heißt es, dass das Gesetz dann übergeht und in Liebe verstanden wird. Ja? Und deswegen sagt der Herr, jeden Tag könnt ihr feststellen, wie viel Heuchelei und wie viel Falschheit sich eingenistet hat innerhalb der Kirche, außerhalb der Kirche. Und das werden wir vom Papst auch hören. Heuchelei, Falschheit, ja. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Deuteronomium 4, letzter Sonntag. Und der Herr sagt, ja, über dieses Deuteronomium uns, welche große Nation besäße Gesetze und Rechtsentscheide, die so gerecht sind, wie alles in dieser Weisung, die ich euch heute vorlege. Ihr sollt sie bewahren, sollt sie halten, denn darin besteht eure Weisheit, eure Bildung in den Augen der Völker. Wenn sie dieses Gesetzeswerk kennenlernen, müssen sie sagen, in der Tat, diese große Nation ist ein weises und gebildetes Volk. Gewaltig, he? Siehst du, so etwas Großes, Gewaltiges, Altes Testament, Deuteronomium. Und dennoch, daran haben die Pharisäer, Schriftgelehrten festgehalten, diese ganze Weisheit des Alten Testamentes. Es war zu wenig. Die Alten haben euch gesagt, ich aber sage euch, seht ihr, ein gewaltiger Quantensprung mit dem Kommen Christi. Und so ein Quantensprung ist jetzt, dass dieses 2000 Jahre alte Evangelium erst jetzt richtig in der ganzen Fülle erkannt wird, ausgelegt wird. Nicht mehr Buchstabe, sondern Geist des Evangeliums, Geist der Liebe. Seht ihr, liebe Freunde, das ist jetzt unsere Zeit. Drittes Jahrtausend, 21. Jahrhundert. Und deswegen Erneuerung der Geistigkeit. Und diese alte, klassische, oft klassische Geistigkeit, die bisher viel gut war und Gerechtigung gehabt hat, prallt zusammen mit dem, was der Herr uns jetzt Neues schenken will. Geistigkeitscrash. Es prallt zusammen. Es ist zu wenig, das bisherige. Es muss jetzt im neuen Geist ausgelegt werden. Warum nicht schon früher? Weil unser Herz zu hart war. Ja. Oft der Herr ist auch gefragt worden, warum hat uns Mose dann das gesagt? Weil euer Herz hart ist. Weil ihr es nicht annehmen hättet können. Und 2000 Jahre hat er uns Zeit gelassen mit einer Auslegung des Evangeliums, so wie wir es verstehen haben können, mit unseren harten Herzen. Aber jetzt ist Schluss mit Hartherzigkeit, Schluss mit Enge. Jetzt kommt die Fülle des Evangeliums. Die ganze Fülle der Wahrheit kommt jetzt auf uns zu. Das ist gemeint mit diesem Deuteronomium, ja? Mit dieser Lesung, die wir gehört haben am vorigen Sonntag. Ja? Morgen kommt schon der nächste Sonntag im Jahreskreis. Dann Brief des heiligen Jakobus aus seinem Brief. Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Gestirne, bei dem es keine Veränderung, keine Verfinsterung gibt. Aus freiem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Erstlingsfrucht seiner Schöpfung seien, die wieder zurückgeführt wird, liebe Freunde, in die Ursprünglichkeit, Unversehrtheit, Unverletztheit und darüber hinaus in eine neue Blüte.
Darum legt alles Schmutzige ab, die Bosheit, nehmt in Sanftmut das Wort an, das in euch eingepflanzt worden ist, die Macht hat, euch zu retten. Alles kommt vom Vater der Gestirne. Es gibt keine Veränderung, keine Verfinsterung in ihm. Ja. Wir sollen doch sehen, wie viel Gutes auch heute es schon in dieser Welt gibt. Wie viel Gutes in mir drinnen ist. Nicht immer den Blick auf das, was daneben geht. Das ist krank. Das ist absolut krank, immer die anderen anzuklagen, immer auf das zu schauen, auch wenn es stimmt, wo was daneben geht. Papst Franziskus wird uns das noch deutlicher sagen. Deswegen müssen wir uns ganz kurz uns halten nur mit diesen Auslegungen jetzt. Ja. Ganz kurz nur, damit wir auch ihn hören können, den Stellvertreter Christi. Aber wichtig ist, werdet aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer. Sonst betrügt ihr euch selbst. Dasselbe, Täter der Botschaft der Liebe, nicht nur Hörer. Seht ihr, warum? Was haben wir für ein Problem in unserer Botschaft der Liebe? Dass sogar oft Leute da irgendwie verwirrt werden können dadurch. Wenn man es jahrelang, 10, 20 Jahre nur hört, nicht tut, dann wird es zum reinen Ärgernis. Da sagt man, siehst, hat auch nichts geholfen. Ist ja auch nur bla 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 und eine Rederei. Und dann heißt, das sind die Leute, die sagen, der Franz, der sagt immer das Gleiche. Der Franz sagt immer nur das Gleiche, gell? Gar nicht mehr anzuhören. So und so und dies. Warum sagt er dies? Warum sagt er dieses nicht? Gell? Seht ihr? Tun, tun, tun. Wenn wir das tun, was uns das Evangelium zeigt, was uns die Botschaft der Liebe zeigt, dann werden wir nie zu solchen Skeptikern werden und nie so unerträglich finden, die Auslegung auch des Evangeliums und der Botschaft der Liebe. Für Waisen und Witwen in ihrer Not zu sorgen, sich unbefleckt von der Welt zu bewahren, Geisteshygiene, unbefleckt von der Welt, Waisen und Witwen zu sorgen. Und Jesus, die Zeit haben wir jetzt nicht mehr gehabt, hat gesagt, viele sind jetzt zu Waisen geworden in unserer Zeit. Geistlich zu Waisen geworden. Ja? Durch diesen Kampf der Geistigkeiten gegeneinander. Ja? Alle Geistigkeiten kämpfen gegen den Heiligen Geist. Alle Geistigkeiten kämpfen gegen Christus. Deswegen ist es wichtig, in der christlichen wahren Spiritualität stark zu werden. Und dann aus dem Evangelium des vergangenen Sonntags, unser Thema, Jesus zitiert den Propheten Jesaja. Ja, ihr seht, ihr kennt die Situation. Warum waschen deine Jünger nicht ihre Hände? Papst Franziskus sagt in der Katechese, und ich hoffe, wir kommen noch zu einigen Sätzen. Es war gut und sinnvoll, sich mit einer Handvoll Wasser die Hände zu waschen. Ist immer sinnvoll, heute in Corona-Zeiten umso mehr. Die sagen sogar, ja, 30 Sekunden mit Seife und hin und her. Und da gibt es alle Arten von Waschritten und Desinfektionen. Richtig und gut und wichtig. Ja? Und trotzdem wird Jesus ganz deutlich, warum tun das die Jünger nicht? Abspülen Vorschriften, überlieberte Vorschriften, auch wenn sie gut sind. Jesus kennt, was die eigentliche Ursache ist, was wesentlich ist. Jesus antwortet diesen Pharisäern. Der Prophet Jesaja hatte recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte. Wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen. Sein Herz aber ist weit weg von mir. Seht ihr, Thema des heutigen Abends. Sein Herz aber ist weit weg von mir. Es zählt nur eines, liebe Freunde, von der Geburt bis zum Tod, bis zum leiblichen Tod. Wo ist mein Herz? Wie weit ist mein Herz entfernt vom Herrn, vom Heiligen Geist? Wie weit bin ich bräutlich vereint mit meinem geliebten Christus? Und da gibt es eindeutige Früchte dafür, gell? Den Baum erkennt man immer an den Früchten. Aber die Früchte, die zeigen sich viel, viel später erst. Erst im Herbst. Auch bei meiner Mutter. Jetzt kommen die wunderbaren Früchte heraus, was früher nicht so klar war. Und deswegen für uns ehren wir den Herrn durch alle tollen Kulthandlungen, Messbesuche, Rosenkränze, Wallfahrten und alles Mögliche mit den Lippen. Was ist der Grund, warum wir beim Friedensgruß einander nicht einmal anschauen wollen, nicht einmal schauen wollen, wer ist denn jetzt eigentlich in der Kirche da? Wem kann ich ein freundliches Zunicken? Wie schön ist es, wenn in der Kirche beim Friedensgruß zugenickt wird? Hallo, Segen, Frieden, hallo. Und wie grauslich ist es, wenn die super Frommen dann so da sitzen, so lass mich doch in Ruhe.
Was würde Jesus sagen, wenn er das sehen würde in unseren frommen Kirchen und frommen Kreisen? Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, würde er sagen. Sein Herz aber ist weit weg von mir. Denn du begegnest dem Herrn immer, auch im Nächsten. Der deinen liebevollen Blick, denn ich segne dich, der Herr segne dich, der Herr segne dich, braucht. Und lass die Gabe liegen, bevor du zur Heiligen Kommunion gehst. Geh nicht, wenn du nicht versöhnt bist mit allem. Wenn der andere dir gleichgültig ist, der Mitbruder, die Mitschwester in der Kirche gleichgültig ist, dann ist es problematisch. Sein Herz ist weit weg von mir. Vergeblich verehren sie mich. Was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. Ja. Und dann die Erklärung all dessen, die eindeutige Erklärung all dessen. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Und wie kommt es ins Innere hinein? Durch das Äußere auch. Ja? Durchs Äußere, durch meine Sinne. Was sehe ich, was höre ich, was schaue ich im Internet an, welche Zeitung lese ich, welchen Bericht glaube ich, welchen nicht. Ja? Erneuerung der Geistigkeit, Zusammenprall der Geistigkeiten. Ja? Also, ganz, ganz wichtig, das wird Jesus erklären, ja? Diese Zusammenhänge außen, innen. Und warum haben wir gesagt, ein Erneuerungs-Geistigkeits-Crash? Ein Crash ist ein englisches Wort und heißt Zusammenstoß, Zusammenprall. Also es prallen alle Geistigkeiten zusammen, versenken sich teilweise gegenseitig. Don Bosco hat in der Vision gesehen, dass die feindlichen Schiffe sich gegenseitig dann versenkt haben. Das sind die Geistigkeiten, die zuerst gegen die Kirche ankämpfen, gegen den Heiligen Geist ankämpfen und dann sich gegenseitig versenken in ihrer Verwirrung. Gell? Und was bleibt übrig? Die Kirche. Erneuerte Kirche bleibt übrig, nur die erneuerte Kirche. Aber es ist ein Zusammenstoß, Zusammenprall der Geistigkeit. In unserem Herzen immer. Wenn ich diese Geistigkeiten in mir zusammenstoßen, dann habe ich nicht den Unfrieden in mir, den Krieg. Aber wenn es schon außerhalb ist, dann habe ich in mir den Frieden. Und das müssen wir anstreben, diesen Zusammenprall der Geistigkeiten rauszuschmeißen, dass in uns nur mehr der Herzensfriede ist, die eine Geistigkeit der Liebe. Und Crash heißt auch Unfall, Absturz, ja, Zusammenbruch, Krach, Zusammenstoß, Bruchlandung, Börsenkrach, ja, die Hure Babylon. Es wird alles zusammenbrechen, was nicht im Heiligen Geist sicher ist. Ja? Abstürzen, verunglücken, krachen, zerbrechen, gell? Zusammenbrechen, zusammenkrachen. Jetzt prallt dem diese Gewalt, diese Geistigkeiten prallen gewaltig zusammen. Ja? Und ganz wichtig jetzt gehen wir zum Papst Franziskus über, noch zwei Stellen dazu, ich möchte es gleich sagen auch, die er dann behandelt. Ja. Petrus in Antiochia, gell? Antiochia, wie man was aussprechen möchte, ja. Er hat sich heuchlerisch benommen, dieser Petrus. Und Paulus sagt im Galaterbrief 2,13, und mit Petrus heuchelten die anderen Juden, sodass auch Barnabas durch ihre Heuchelei mitgerissen wurde. Ja, aber auch für einen Grund auch, Barnabas ist mitgerissen worden von Heuchelei. Paulus hat sich auch getrennt dann von Barnabas, ist nicht der originale Ort, jetzt besser versöhnen sollen, aber er war so enttäuscht, dass er Barnabas sich auch von der Heuchelei des Petrus also mitgerissen wurde sogar. Gell? Sich anders zu benehmen, wenn Juden da sind oder wenn nicht Juden da sind. Beschneiden oder Nichtbeschneidung und die ganzen Gesetzmäßigkeiten. Gell? Ja? Jetzt haben wir nicht die Zeit, darauf einzugehen, das ist interessant, wäre es uns ganz wichtig, worin diese Heuchelei des Petrus bestanden hat. Galater 2. Kapitel, lest das bitte selbst nach. Ja? Als Petrus aber nach Antiochia gekommen war, habe ich ihm ins Angesicht widerstanden, weil er sich ins Unrecht gesetzt hatte. Paulus hat so dieses Krebsgeschwür, diesen Virus, viel gefährlicher als den Coronavirus, erkannt, zur alten Geistigkeit zurückzukehren, zur alten Gesetzmäßigkeit zurückzukehren, zum alten Gesetzesglaube zurückzukehren, wo die Erlösung, die Gnade, die Liebe keine Rolle spielt. Ja? Und das Zweite dann, wenn es darum geht, kommt auch in der Katechese des Papstes vor, eben wie Petrus sagt dem Herrn, du bist der Messias, gell? Du bist Petrus. Und dann aber leiden sollst du nicht.
Ja, da nahm ihn Petrus beiseite, begann ihn zurechtzuweisen und sagte, das soll Gott verhüten. Ja, Herr, das darf nicht mit dir geschehen. Er denkt nach der Art des Menschen. Leiden soll niemand. Wir sagen, na, es darf nicht, aber so sieht mein Körper geschädigt werden, vielleicht durch Auswirkungen von dem und dem oder von der Impfung oder sonst irgendwie. Das ist nicht das Thema, sagt auch Johannes Hartl. Das Thema ist, was ist die Ordnung Gottes? Was sagt der Heilige Geist? Was sagt der Herr mir in diesem Augenblick der Geschichte? Was ist es, dass der Herr mir sagt und zeigt, wie ich mich verhalten soll? Es geht nicht nur ums Körperliche. Ja? Und der Petrus wollte den Herrn beschützen und verhindern, dass er körperlich leidet, dass er gekreuzigt wird. Ja? Das darf nicht mit dir geschehen. Er meint es ja gut. Was sagt Jesus? Er sagt nicht, jo, Petrus, ich muss dir was erklären. Tritt hinter mich, du Satan! Tritt hinter mich, du Satan! Das ist so scharf und klar. Ja. Und nicht, geh mir aus den Augen weg, wie die alte Einheitsübersetzung sagt, sondern tritt hinter mich. Geh hinter mir nach. Ich bin der Meister, du bist der Jünger. Geh hinter mir nach. Sei nicht gescheiter als der Meister. Sei nicht gescheiter als der Meister. Sollst du nicht gescheiter sein. Ein Ärgernis bist du mir, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Seht ihr? Zusammenprall der Geistigkeiten. Entweder schauen wir auf das, was Gott will. Will er, dass ich so oder so ist? Will er, dass ich Maske trage? Will er, dass ich Abstand halte? Will er, dass ich Handkommunion, Mundkommunion gehe in Corona-Zeiten? Will er, dass ich impfen lasse oder nicht impfen lasse? Wir müssen alles in unserem Leben immer nur sagen, will er es? Nicht alles andere zählt nicht. Und wie ich zu dieser Entscheidung komme, da braucht es ein reifes Herz, eine erneuerte Geistigkeit. Ja? Denn wenn wir nach der Art der Menschen reden, nach der Art der Menschen denken, dann eigentlich kommen wir nicht mehr weiter. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Tja, liebe Freunde, jetzt wäre schön, wenn wir noch so eine halbe Stunde hätten für Papst Franziskus, für seine Generalaudienz vom 25.08.21, der Mittwoch, wo unser Pfarrer gestorben ist, ja, 25.08.21 und dann für seinen Angelus vom letzten 22. Sonntag im Jahreskreis, ja, wo es darum gegangen ist, auch das Sonntagsevangelium auszulegen. 29.08.21, ja, auch Hochfest wäre es gewesen von Enthauptung Johannes des Täufers. Ja. Die Jünger, die sich nicht den rituellen Waschungen da fügen, ja, das war das Gesetz und die Geistigkeit. Und Papst Franziskus, ich sage das als erstes schon ein bisschen, ja, weil es kann sein, dass wir heute nicht mehr zu dem kommen und das nächste Mal, dass ich das noch weiterbringen werde, weil es so wesentlich ist. Ja. Der Papst Franziskus sagt uns, und Jesus sagt uns durch seinen Stellvertreter auf Erden, das heutige Evangelium spricht von Schriftgelehrten und Pharisäern, die sich über das Verhalten Jesu wundern. Sie sind empört, weil seine Jünger essen, ohne vorher die traditionellen rituellen Waschungen vorzunehmen. Sie denken sich, das widerspricht den überlieferten religiösen Vorschriften. Ihm gehört, was Jesus gesagt hat, gell? Ihr Prophet Jesaja hatte recht, dieses Volk ehrt nicht mit den Lippen, das Herz ist weit weg vom Herrn. Ja? Das ist das, was der Papst dem da besser ausführt. Die Versuchung, äußere Formalitäten einzuhalten und dabei das an die zweite Stelle zu setzen, was das Herz des Glaubens ist. Also das Eigentliche des Glaubens, das Zentrum des Glaubens, setzt man unmittelbar an die zweite Stelle, um äußere Formalitäten einhalten, Gesetzmäßigkeiten einzuhalten, ja? Die nicht schlecht sind, die gut sind. Ja? Okay? Und das, ja, deswegen möchte ich heute ganz bewusst einiges noch ein paar Minuten bringen, auch verkürzt von dieser Generalaudienz vom 25.08. Ja, die Heuchelei. Der sechste Teil des Galaterbriefes, er hat schon das sechste Mal über den Galaterbrief gesprochen. Wow, wie gern würde ich
all diese Teile als einzelne Katechese mit euch durchmachen. Ja, 6 Katechesen über den Galaterbrief. Und dann kommen wir gar nicht mehr zusammen mit allem anderen. Ihr seht, wie herrliche Nahrung da ist, wie einzigartige Nahrung da ist. Ihr seht es. Aber wir müssen ein bisschen einfach ja, die Zeit im Auge betrachten, dass es nicht zu viel ist. Ja. Warum rückt Paulus den Petrus, den ersten Papst, ja, vor der Gemeinde in Antiochien? Weil er sich pharisäisch, heuchlerisch benommen hat. Ja? War noch ein bisschen Schwäche von Petrus. Ja? Vielleicht war Paulus sogar zu weit gegangen und hatte seiner Person zu viel Raum gegeben, ohne zu wissen, wie er sich zurückhalten sollte. Vielleicht hat er wirklich da ein bisschen in seinem Eifer übers Ziel drüber gehabt, ja? Aber wir werden sehen, dass dies nicht der Fall ist, sondern dass der Paulus zu Recht so gehandelt hat, ja? Dass es einmal mehr um das Verhältnis zwischen Gesetz und Freiheit geht. Gesetz und Freiheit. Gesetz und Liebe. Ja? Darauf werden wir noch oft zurückkommen. Seht ihr, dieser Papst Franziskus, gewählt am 13.03.13, er wird nicht müde, Gesetz und Freiheit, Gesetz und Liebe. Weil wir wollen ja nicht aufwachen dort, dass der Herr zu uns sagt, ja, für mich hast du es nicht gemacht, ich kenne dich nicht. Herr, haben wir nicht in deinem Namen unser Leben gelebt? Ja? Paulus tadelte Petrus. Er will die Christen dieser Gemeinden daran erinnern, dass sie auf keinen Fall auf diejenigen hören dürfen, die die Notwendigkeit der Beschneidung predigen und damit unter das Gesetz mit all seinen Vorschriften fallen. Seht ihr? Da hat der Paulus eine Bestimmtheit gehabt, dass er ganz scharf worden ist. Ja? Nicht zurück ins Alte, nicht zurück unter das Gesetz. Ja? Im Zentrum der Kritik an Petrus stand sein Verhalten bei Tisch. Das Gesetz verbot es, einem Juden mit Nichtjuden zusammen zu essen. Aber Petrus selbst war bei einer anderen Gelegenheit nach Caesarea, ja, in das Haus des Hauptmanns Cornelius gegangen, obwohl er wusste, dass er das gegen das Gesetz verstoßt. Er sagte, Petrus in Apostelgeschichte 10,28, ja, Gott hat mir gezeigt, dass niemand entweiht und unreit genannt werden soll. Jetzt kommen die Juden nach Antiochien, gell, und plötzlich kriegt er Angst, der Petrus, ja, weil er da dort mit dabei ist im Haus von den Heiden. Ja. Seht ihr? Einmal geht er selbst ins Haus des Cornelius, beim zweiten Mal fürchtet er sich wieder und wieder zurück nur in das Haus der Beschnittenen, der Juden. Nicht? Seht ihr, wieder da der Paulus sagt, ah, stopp, no go. Und der Petrus hat ihm nicht widersprochen. Der Petrus hat sich wahrscheinlich entschuldigt und das Ganze ist damals so eine Klar gewesen im ganzen christlichen Bereich, dass es eine heilsame Explosion war, eine kriegerische Auseinandersetzung war, damit eine heilsame Krise, damit sie alle endgültig gesehen haben, nie mehr zurück in das Gesetz. Ja? Denn Christus hat das Neue gebracht. Ja. Und da erklärt es ganz toll, wie dann die Juden-Christen, die den Petrus tadeln, wie er zurückkommt nach Jerusalem. Warum warst du das? Und er sagt, na, das war in Ordnung. Gell? Und deswegen hat er jetzt Angst gehabt in Antiochien. Er hat einfach Angst bekommen. Und wie immer, Angst vor der Wahrheit. Angst. Gell? Und wir haben gehört, dass Angst ein so schlechter Ratgeber ist, dass jemand, der aus Angst wirkt, aus Angst handelt, aus Angst irgendwas macht, schon immer, kann man sagen, damit rechnen muss, nicht vom Heiligen Geist durchdrungen zu sein. Denn wenn der Heilige Geist mein Herz durchdringt, habe ich keine Angst. Wenn ich Angst habe, dann muss ich aufpassen, aus Angst mache ich immer falsch. Aus Angst schaue ich die falschen Videos an, aus Angst höre ich auf die falschen Leute, aus Angst mache ich alles falsch. Angst vor der Wahrheit. Mit seiner Rüge verwendet Paulus, das ist der Kern der Sache, einen Begriff, der es uns ermöglicht, die Bedeutung seiner Reaktion zu verstehen. Heuchelei. Galater 2,13. Heuchelei. Das ist ein Wort, das oft vorkommen wird. Heuchelei. Ich glaube, dass wir alle wissen, was das bedeutet, nicht wahr? Die Befolgung des Gesetzes durch die Christen hat zu diesem heuchlerischen Verhalten geführt. Ja? Das der Apostel mit Nachdruck und Überzeugung bekämpfen will. Ja? Paulus war aufrecht. Er hatte zwar viele Fehler, ganz viele. Er hatte auch einen schrecklichen Charakter. Oh, seht ihr?
Ein Katechet, ein Missionar darf auch einen schrecklichen Charakter haben, aber trotzdem soll man hören auf ihn, wenn er was Gutes sagt. Ja? Er hatte einen schrecklichen Charakter, hatte viele Fehler. Ui, da fühle ich mich jetzt ganz wohl. Danke, Papst Franziskus. Aber er war geradlinig, aufrecht. Ja? Und das versuche ich auch zu sein. Dass der Herr mir ins Herz legt, einfach zu sagen, immer, was ich im Herzen habe. Ja? Was ist Heuchelei? Wenn wir sagen, aufgepasst, der dort ist ein Heuchler. Was wollen wir damit sagen? Was meint die Heuchelei? Man kann sagen, dass es die Angst vor der Wahrheit ist. Die Heuchelei ist die Angst vor der Wahrheit. Und Christus selber ist die Wahrheit. Der Heuchler hat Angst. Der Heuchler hat Angst vor der Wahrheit. Ja. Man will sich lieber verstellen, als man selbst zu sein. Das ist, wie wenn man sich die Seele schminkt, sein Verhalten, sein Gebaren schminkt, maskiert. Ja. Das ist nicht die Wahrheit. Ich habe Angst, mich so zu zeigen, wie ich bin. Und ich verstecke mich hinter einem bestimmten Verhalten. So zu tun, als ob. Ein bestimmten Verhalten. Welches Verhalten? Vollkommen korrekt nach außen. Gesetzmäßig alles richtig. Okay, vollkommen korrekt nach außen. Um mein eigentliches Inneres zu verstecken. Außen, innen. Ja, der Weg der Erneuerung der Geistigkeit ist der Weg von außen nach innen. Von außen nach innen. Ich verstecke mich hinter einem bestimmten Verhalten. Und nur äußerlich, es ist nicht gedeckt durch das Sein. Es ist Schein, Scheinheiligkeit. Und die Verstellung verhindert den Mut, die Wahrheit offen auszusprechen. Und so entzieht man sich leicht der Verpflichtung, die Wahrheit immer, überall und trotz allem auszusprechen. Jesus hat gesagt, letzte Mal in der Katechese, um jeden Preis, Wahrheit, Wahrheit, immer die Wahrheit. Denn die Liebe ist Wahrheit, Wahrheit ist Liebe. Das macht die Verstellung. Dann kommen so viele Halbwahrheiten. Und die Halbwahrheit ist eine Fiktion. Ja, denn die Wahrheit ist Wahrheit. Aber es ist, die Halbwahrheit ist keine Wahrheit. Das ist die Täuschung. Ja. Da macht man lieber etwas vor, statt man selbst zu sein. Und das unterbindet den Mut, offen die Wahrheit auszusprechen. Und das hindert uns daran, unseren Auftrag zu erfüllen. Mir ist lieber, jetzt die Gruppe, wo sie jetzt dadurch etwas dezimiert worden ist, durch die Dinge der letzten Monate, ja, ist mir so viel lieber, dass die jetzt mit dabei sind, so ganz bereit sind, die Wahrheiten aufzunehmen, die wir erst angefangen haben, so richtig praktisch durchzumachen. Ja, wir haben erst angefangen damit. Ja. Wir haben viel theoretischen Input gehabt in den letzten Jahren. Jetzt wird es immer praktischer. Ja. Ist es viel lieber. Und ihr werdet sehen, wie viel Neue jetzt dazukommen. Wie viele Neue und Junge, Junggebliebene, die einen Willen haben fürs Junge, dazukommen. Meine Mutter ist eine Junggebliebene, eine Junggewordene mit ihren 104, bald 104 Jahren. Eine Junggewordene, Jungwerdende. Ja? Das hindert uns als andere, den Auftrag zu erfüllen. Immer die Wahrheit zu sagen, wahrhaftig zu sein. Ja, immer. In einem Umfeld, in dem die zwischenmenschlichen Beziehungen unter dem Banner des Formalismus gelebt werden. Formalismus, seht ihr? Okay? Wörtlich wie Jesus in der Botschaft der Liebe. Ja? Verbreitet sich leicht der Virus der Heuchelei. Viel gefährlicher als jeder Coronavirus. Der Virus der Heuchelei ist viel gefährlicher als der Coronavirus. Denn er kann unsere Seele kosten. Er kann unser Herzensleben kosten. Unser geistiges Leben kosten. Was der Coronavirus nie kann. Coronavirus kann maximal unseren Körper vernichten. Wir sollen schauen auf unseren Körper. Das ist ja auch Tempel des Heiligen Geistes. Ja? Aber er kann nicht mehr. Aber der Virus der Heuchelei, diese Pandemie der Heuchelei, die 2000 Jahre jetzt schon auch trotz Christentums da ist, auf der ganzen Welt, unter Christen, unglaublich gelebt und auch jetzt immer mehr gelebt, unter vielen frommen Menschen. Jenes aufgesetzte Lächeln, das nicht aus dem Herzen kommt. Und so versucht man, mit allen auszukommen und letztlich kommt man mit niemandem aus. Seht ihr? Mit allen auszukommen. Das ist die falsche Harmonie, das falsche Harmoniebedürfnis.
Das ist das Falsche. Wenn der Geist Gottes beginnt zu wirken, dann gibt es zuerst einmal diese Auseinandersetzung, 2 gegen 3, 3 gegen 2. Und dann erst kommt durch die Liebe diese große Einheit in der Liebe. Und man versucht, mit allen auszukommen. Sprich über das nicht, sonst haben wir eine Trennung. Sprich über das nicht, sonst gehen die weg. Sprich über das nicht, sonst verlieren wir die. Oh, das ist Heuchelei. Ja. Ich muss immer versuchen, auch wenn es mir alles Kopf und den Kopf kostet. Den Kopf hat es mir fast gekostet durch diesen Unfall, den ich vor ein paar Tagen erlebt habe. Ja. Wo der Herr wollte offensichtlich, dass ich weitermache. Sonst wäre ich auch schon jetzt im Koma vielleicht oder auch schon begraben. Ja. Wenn mein Kopf gespalten worden wäre. Durch diesen Deckel. Der Heuchler weiß nicht zu lieben. Es kommen ganz Haufen Beispiele. Der Heuchler weiß nicht zu lieben. Die Evangelien berichten auch von mehreren Situationen, in denen Jesus diejenigen scharf zurechtweist, die nach außen hin gerecht erscheinen, aber in ihrem Inneren voll Falschheit und Ungerechtigkeit sind. Der zitiert die Bibelstellen. Der Heuchler ist ein Mensch, der vorgibt, schmeichelt und betrügt, damit er selber geschmeichelt wird und, seht ihr, Applaus bekommt. So wie ich dir, so du mir. Gell? Eine Hand wäscht die andere, das kennen wir ja alles, gell? Diese Korruption. Wie viel ist davon unter den Frommen, in den frommen Kreisen? Wir müssen unabhängig werden von der Meinung der anderen. Schon hören genau, was sie meinen und wo sie, wenn sie mir was sagen möchten, und so, aber nicht uns von ihrer Meinung leiten, lenken lassen und so auf den Heiligen Geist vergessen. Also, der Heuchler ist ein Mensch, der vorgibt, der schmeichelt, der betrügt, weil er mit einer Maske auf dem Gesicht lebt. Das ist die schlimmste Maske, die uns nicht aufgefallen ist in den letzten Jahrhunderten. Jahrhundertelang lebt der Mensch mit dieser Maske. Seit der Vertreibung aus dem Paradies mit der Maske. Und jetzt Corona hat uns gezeigt, wie hässlich der Mensch mit der Maske ist. Wie undurchsichtig, undurchschaubar. Manche lieben schon die Maske, brauchen sie nicht rasieren. Da merken sie nicht, die anderen nicht, wie zynisch die anderen anschauen, wie bitter ich bin, wie frustriert ich bin. Ja. Maske. Warum mit der Maske? Er lebt mit der Maske, weil er nicht den Mut hat, sich der Wahrheit zu stellen. Deshalb ist er zu wahrer Liebe unfähig. Er weiß nicht zu lieben. Er beschränkt sich auf ein Leben in Selbstsucht und hat nicht die Kraft, sein Herz offen zu zeigen. Weiteres Thema, was wir in den nächsten Monaten wirklich ganz, ganz stark ansprechen müssen. Was heißt ein Herz offen zeigen? Was heißt Offenheit in geistlichen Familien, in der leiblichen Familie? Was heißt das? Auf dem Arbeitsplatz und überall, wo wir sind, der Politik. Ja? Besonders verabscheuungswürdig, damit hören wir heute auf, ist die Heuchelei in der Kirche. Besonders verabscheuungswürdig ist die Heuchelei in der Kirche. Ja, diese ist sehr verabscheuungswürdig, Rufzeichen. Und leider existiert die Heuchelei in der Kirche. Es gibt so viele heuchlerische Christen und so viele heuchlerische Diener in der Kirche. Ein Heuchler kann nicht lieben. Der Heuchler spaltet die Kirche. Der Mensch in der erneuerten Geistigkeit führt die Kirche zusammen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Sorry, pardon, Entschuldigung, liebe Freunde, ein bisschen ist wieder länger geworden. Aber ich liebe euch so, weil ich den Herrn liebe. Und ich bitte und wünsche so, dass diese Erneuerung der Geistigkeit in den Einzelnen von euch so Platz greifen möge. Und ihr werdet innerhalb kurzer Zeit keine Verwirrung mehr im Herzen tragen über die unterschiedlichsten Auswirkungen und Meinungen auch zu Corona. Ich habe es letzte Mal schon gesagt. Mit dem Kopf, mit dem Verstand, da was auf meinen Deckel raufgefallen ist, der Deckel. Ja. Mit dem können wir es ohne dies nicht erfassen. Niemand kann es erfassen. Hans Hartlock sagt auch in diesem Video, nicht?
Niemand kann erfassen, was genau dahinter ist. Und in 5 Jahren werden wir alle gescheiter sein als jetzt, ob die Maßnahmen zu wenig oder zu viel waren. In 5 Jahren werden wir alle wissen, was sie mit der Impfung auf sich hat, ob sie gut oder weniger gut waren. Alle. Aber jetzt müssen wir leben. Wir müssen jetzt, die Politiker, die Armen müssen jetzt entscheiden. Gell? Deswegen hören wir doch auf, sie alle pauschal zu verdächtigen. Sie folgen irgendeinem Mainstream oder verfolgen irgendeinen Befehl von außen oder oben. Hört das Video von Johannes Hartl an. Das sind die gefährlichen Verschwörungstheorien. Ja? Also, danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr mit dabei wart. Gell? Und danke, dass wir gemeinsam den Weg weitergehen. Ja? Und so können wir wirklich auch als Gesandte Christi weitergehen. Ja? Das Werk des Vaters zu vollenden. Ja? Wahrheit daher, sagt Jesus. Wahrheit um jeden Preis, wie Papst Franziskus. Ja? Darum und damit sich alles erfülle, sende ich euch jetzt, gerade jetzt, um das Werk des Vaters zu erfüllen. Wahrheit also, Wahrheit um jeden Preis. Mit diesen Worten Jesu möchte ich mich verabschieden und euch die Fülle des Segens wünschen. Ja. Gelobt, gepriesen und angebetet sei er, der Herr, der Höchste. Von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ciao, 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 ciao. Baba, baba, pfiat euch. Betet für mich, beten wir füreinander. Danke.